Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind hier zurück auf Pandaskins, Leute. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Wir haben wieder $200 bzw. $202. Wir gehen als erstes in den Premium-Bereich rein. Uns gibt wieder zwei Codes, mit denen ihr kostenlose Sachen abschauen könnt, ohne irgendwelche Bedingungen. Aber erstmal Premium kaufen, Buy Subscription. Zack, haben wir Premium. Premium bedeutet wie immer 9% Chance, dass ein Double-Item kommt. Habe ich in letzter Zeit nicht so viel Glück mit gehabt. Und dass die Kisten alle 2% günstiger sind, sowie ein Promocode jeden Tag und 100 Äpfel, die wir uns abholen. Und den Promocode, dieser Code hier ist nur für mich, aber es gibt noch zwei weitere Codes, die ich euch gleich nennen werde und auch unten in der Videobeschreibung stehen. Mit denen kriegt ihr hier auch, and restricted ist schon mal nicht mal so schlecht. Und dann haben wir hier die beiden Codes, einmal den hier, den könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung finden, könnt ihr auch einlösen. Zack, 10 Äpfel, immerhin, besser als ein Killfloor-Dingens. Und wir haben noch einen, auch wieder unten in der Videobeschreibung, zack, zack. Und, haben wir Daily Card, haben wir schon abgeholt heute. Ne, haben wir noch nicht. 34 Cent nehmen wir auch nochmal mit, dann starten wir jetzt nämlich hier rein. So, ich habe heute irgendwie ein gutes Gefühl, dass wir hier richtig viel mit viel Kohle rausgehen. Wird dann im Endeffekt bedeuten, dass wir hier mit gar nichts nach Hause gehen. Weil ich dann alles im Upgrader, beziehungsweise Skin Dice, versammle. Aber hey, wir brauchen hier, wir haben 180 Schneeflocken für dieses New Year Event. Für den nächsten Würfel brauchen wir 594. Da müssen wir, glaube ich, die beiden Kisten einmal öffnen, wo wir jetzt Geld wasten werden. $13. Euro, sorry, let's go. Ich verstehe auch noch nicht, warum die Seite noch keinen Sound hier eingefügt hat. Ich will dieses Klick, 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 Klick haben. Und hier ist weit und breit kein goldenes Item in der Nähe. Dementsprechend können wir direkt rausgehen. Da kommt nichts mehr. Gehen wir rein in die $40 Case. Und let's fucking go. Gib mir wenigstens hier was. Ist da jetzt gerade die Animation verkackt gewesen? Was ist denn jetzt hier? Gut, die Animation ist irgendwie ein wenig verkackt hier, also gut. Aber ich sag nichts. Wir brauchen noch fürs nächste Level, fehlt uns auch noch ein bisschen was, ja, noch ein bisschen viel. Mal sehen, ob wir es erreichen, aber wir haben jetzt genug Schneeflocken, 666, um genau zu sein, 660, nicht 66. Wir können würfeln. Was wollen wir nicht haben? Wir wollen keine 2 haben. Und wir wollen keine 4 haben. Der Rest ist egal. Am liebsten natürlich eine 6. Let's go. Und wir kriegen die 5. Wo geht die 5 hin? Hier hin? Hier hin? Bitte, ist sie gut? Ist sie gut? Ist sie gut? Ich weiß nicht. Will ich reingucken? Ich gehe jetzt reingucken. Okay, $7. Okay, ich habe jetzt gedacht, das wäre mehr. Okay, bisher läuft es jetzt nicht so berauschend. Dementsprechend, wir gehen weiter. Welche Kisten nehmen wir durch? Letztes Mal haben wir die Panther-Case durchgenommen? Ich weiß gar nicht mehr. Wir nehmen am besten aber irgendeine Case jetzt einfach durch, oder? Nehmen wir die Blue Whales. Boah, ist auf jetzt ein High. Komm, machen wir einmal auf jetzt. Einmal machen wir es auch. Wir haben ja auch schon direkt die Äpfel zugeschrieben gekriegt. Okay, sehr nice. Geht der weiter? Der ist zu langsam, oder? Der ist zu langsam, oder? Ja, der ist zu langsam. Oder? Du Missgeburt. Ein Pixel davor. Du ein Pixel davor. Aber 24. 50 knapp. Die kostet. Okay, war minus. Dann gehen wir rein in die Fusion Eagle. Ach du Scheiße, ein 15% Case. Scheiß drauf, wir machen es. 15% Chance, let's go. Du Wichser, der baitet mich wieder so hart. Der baitet mich so hart, dass ich jetzt ASMR mache. Fuck! Mann! So knapp! Ja, jetzt kriegen wir einen Double Drop. Ich sagte, wir kriegen keinen Double Drop, jetzt kriegen wir einen. Der 9. Ja. Glaube, ich revidiere meine Aussage mit dem, wir werden heute richtig viel rauskriegen. Ich mache jetzt einfach, ich bin dumm, ich weiß. Aber wir machen es jetzt einfach nochmal. Open. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Ist zwar dumm, oder? Wie teuer kostet die Case? Fast 30 Euro? Ey, wir haben gleich schon kein Balance mehr. Okay. Ich habe gesagt am Anfang der Folge, wir werden hier heute reinlacken. Der ist zu schnell, der Missgebot. Du bist zu schnell. Du wirst weitergehen. Ja, du gehst rüber, Mann. Ah! Ich dachte, nein! Was? Ja! Vergesst, was ich gesagt habe, dass ich am Anfang gesagt habe, wir machen zwar Minus, aber wir machen doch kein wir machen am Anfang. Vergesst, dass ich am Anfang gesagt habe, wir werden Dick Profit machen und ich danach gesagt habe, vergesst, dass ich am Anfang gesagt habe, dass wir keinen Profit machen. Let's go, Mann! Ich habe echt gedacht, der baitet. Ich habe echt gedacht, der baitet. Wir gehen jetzt aber ganz schnell raus aus der Case. Ganz, ganz schnell. Warte, wie teuer war die Case? 27,53. Da haben wir das beste Item rausgezogen. Ein schönes FN Falcon Knife Marble Fade mit knapp über 5% Wahrscheinlichkeit. Let's fucking go. Ich würde gerne das Ticket wissen, was geht es ab?
weil, ja, obwohl, in anderen Case würde ich mich wahrscheinlich ärgern, wenn ich das Ticket wissen würde. Also, Leute, das Messer behalten wir uns safe. Wir gehen auf jeden Fall nicht mehr mit Minus nach Hause, Leute. Wir gehen nicht mehr mit Minus nach Hause. Jetzt brauchen wir aber noch ein bisschen XP. Ich will irgendwann das nächste Level hier erreichen. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Let's fucking go, Alter. So, gehen wir in die Case rein. Oh, Mann. Ah, das ist auch wieder so eine 10% Case. Egal, wir gehen rein. Wir können nicht mehr Minus machen. Ich habe es am Anfang predicted und ich hatte recht. Auch wenn ich kurzzeitig gezweifelt. Okay, das wäre zu krass gewesen. Auch wenn ich kurzzeitig gezweifelt habe. Okay, der Skin ist absoluter Müll. Okay, besser gewesen wäre als... Geh wenigstens auf die. Du. Ja, nee. Doch. Ach, ich dachte vorhin echt, der baitet mich. Ne? Ich habe gedacht, der baitet mich. Und dann kam es doch. Huh, baby. Let's fucking go. So will ich es gerne sehen. Wir gehen rein in die Lemur Case. Quick open. Wir kriegen zwar einen Double Drop, aber keinen geilen Skin. Habe ich hier auf der Seite schon mal einen Double Drop gekriegt bei einem geilen Skin? Ich weiß es nicht. Wir tryen es again. Nochmal Quick Open. Ist das jetzt ein fucking Scherz? Am Anfang der Folge noch gesagt, schon ewig keinen Double Drop mehr gehabt. Jetzt kriegen wir so oft Double Drops, aber bei so Scheißskins. Insane wäre es gewesen, hätten wir bei dem Messer einfach einen Double Drop gekriegt. Das wäre insane gewesen. Wir öffnen jetzt einmal normal, dann haben wir noch 13 Dollar. Und da gehen wir dann nochmal in die Event-Case rein, glaube ich, um noch ein paar Schneeflocken zu sammeln. Gib mir die Player 2, der ist zu schnell. Er geht wahrscheinlich auf die Gali, oder? Ne, die P2 Franklin. Ist die besser? Ich weiß es nicht. Ein Dollar. Ah, ja. Nee, ah. Okay, wir haben jetzt noch 13,06 €. Da können wir die hier aufmachen und machen Quick Open. Okay, das war absoluter Müll. Das war absoluter Müll. Können wir die hier zweimal öffnen? Quick Open. Okay, war auch absoluter Müll. War absoluter Müll. Aber wir vergessen es, wir haben noch Äpfel. 1400, wir gehen hier rein, gib uns hier jetzt nochmal das Gut Knife. Würde ich mitnehmen. Okay, ich wäre auch mit der Neon Rider zufrieden. Oder die Mecha Industries. Ich weiß nicht genau, wie teuer die ist, 15 Dollar oder so. Gib mir wenigstens nicht das oder das. Es wird das oder das werden, wahrscheinlich, ja. Natürlich wird es das. Was habe ich auch anderes erwartet? Wir gehen rein in die 299er, hier können wir jetzt wenigstens noch Navaja Knife Blue Steel bekommen. Wird wahrscheinlich nicht kommen, ich wäre auch mit der See You Later zufrieden. Die taucht hier nicht auf. Dann gib mir wenigstens die Aug hier. Gib mir die Aug. Es wird hier landen, oder? Ne, eins daneben. Gut. Ich habe nichts gesagt. Wir haben jetzt noch ein paar Äpfel. Haben wir noch 109. Let's fucking go. Also wir können auf jeden Fall nicht mal mit Minus nach Hause gehen. Das freut mich auf jeden Fall. Jetzt lass uns gleich nur noch Glück haben bei den Skin Dice Dingern. Das wäre... Gib mir die Naga. Gib mir die Naga. Es wird einer der drei, ne? Aber gib mir die Naga. Ja, in der Mitte. Die goldene Mitte. Aber... Will ich nachgucken, wo wir sind? Ich will einmal nachgucken, wo wir sind. Ich will einmal nachgucken, wo wir sind. Wir werden wahrscheinlich gleich mit weniger nach Hause gehen. Wir sind bei 343 Euro. Alter. Über 100, knapp 150 plus. Das machen wir uns jetzt kaputt, würde ich sagen. Oder wir machen es gut. Ne? Man weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall rein. Also das. Die behalten wir natürlich safe. Machen wir hier erstmal so ein Low-Upgrade. 10 Dollar, über 5.000 würde ich sagen. Let's fucking go. Und es ist unter 5.000, die kleine Missgeburt. Wir gehen jetzt nochmal auf über 5.000. Let's go. Ist mein Luck jetzt over? Nein, wir haben's. Ist mein Luck over? Noch nicht. Liebe Leute, 37, let's fucking go. Die finde ich sogar schick, Z-Rack. Die würde ich auscashen und der gibt mir die nicht. Der gibt mir die nicht. Okay, die Emperor, da gehen wir nochmal mit rein. Mit der Emperor gehen wir nochmal rein. Mach die Null vorne weg! Du Missgeburt. Nee, Leute, ich würde jetzt am liebsten weiter... Ja, komm, wir können auch in Apple Rose reingehen. Wir haben wieder ein paar Apps gekriegt. Wir machen auf. Aber die beiden Skins, die vergammeln wir nicht. Die behalten, die müssen wir safe haben. Also ich... Ich bin schon wieder überlegen, einfach all in zu gehen, ne? No risk, no fun, aber ich würde es bereuen. Ja, Sanddune nicht so geil. Gehen wir nochmal rein in Apple Rolls. Können wir hier nochmal 290. Können wir ein paar Mal öffnen. Noch ein bisschen XP. Kriegt man hier XP? Ich weiß es nicht. Gönn mir die Phosphor. Es wird aber die Nova. Nee, doch nicht. Gut, wir können noch einmal machen. Einmal können wir noch. Das letzte Mal. Jetzt noch das Navajana Blue Steel hier rein. Schallan, es kommt nicht. Ja, dann gib mir wenigstens Dinger. Gib mir die Stinger und ich bin glücklich. Es wird aber die Max 7, oder? Ne, es wird die Bison. Okay, ja klar. Wir haben jetzt noch 60 Cent. Da würde ich sagen, wir machen noch eine 60 Cent Case auf. Die hier einfach zweimal. Quick Open. Let's go.
und wir kriegen 2 Double Drops. Nice. Ich weiß nicht, ist das so, wenn man mehrere Kisten auf einmal aufmacht und man triggert den Double Drop, dass man auf allen Kisten, die man gleichzeitig geöffnet hat, einen Double Drop kriegt? Oder hat man gerade ein insanes Glück und haben einfach bei beiden Rolls Double Drop gekriegt? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal, aber damit können wir jetzt nochmal in den Skin Dice reingehen. Da können wir nochmal versuchen, ne? Let's go, über 5000, weh, du machst jetzt über 5000, Alter, so 9999. Gut, macht er nicht. Ich hab nichts gesagt. Wir behalten uns die beiden Skins, uns fehlen jetzt noch, knapp 1700, etwas weniger als 1700 fürs nächste Level, dann kriegen wir garantiert die Desert Eagle Code Red. Das ist nämlich cool, wenn ihr auf Seite, wenn ihr hier spielt, Geld aufladet und Kisten öffnet, kriegt ihr so XP und mit Level und dann kriegt ihr immer den Skin hier rechts, kriegt ihr immer garantiert und dann könnt ihr noch 3 Scratch Cards so öffnen, wo, ja, mal gutes Zeug drin ist, mal schlechtes Zeug. Ihr seht, wenn ihr hier auflevelt bis Level 22, kriegt ihr eine AWP The Prince. Ich weiß gar nicht, wie teuer die ist. 3000, 4000 Euro. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wie viel man dafür spielen muss. Aber, wenn ihr so spielen wollt, Promocode Achim findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kriegt ihr einen netten Bonus. Und ihr kriegt ja natürlich noch die beiden Codes, die ich am Anfang des Videos gezeigt habe, auch unten in der Videobeschreibung. Womit ihr hier über Bonuses und dann über Promo-Skins hier geilen Stuff rausziehen könnt. Ihr seht ja, was ihr hier kriegen könnt. Also einer hat schon mal irgendeinen Cover-Skin für $20 gekriegt. Bisher ich leider nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier so wenig Glück habe. Okay, ich will mich nicht beklagen, ich habe heute einen Marble Fake gekriegt. Ich weiß nicht, wo haben wir das? Unsold Items, bitte. Ach, da. Okay, das können wir noch verkaufen für einen Apfel, aber hey. Die beiden nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Wir gehen auf Sell 4. Okay, das war richtig, ich hatte gerade ein bisschen Angst. Und wir gehen das mit PayPal raus. 304 Euro, also 270 kriegen wir raus. Es sind die Gebühren ziemlich hoch, aber... Bei dem Falcon Dive, ich habe gerade nachgeguckt, was man das, wie man das für Echtgeld verkaufen könnte. Das sind dann so 180 Euro, da mache ich dann lieber PayPal, weil das Falcon Dive würde ich nicht spielen. Ist mir jetzt aber auch zu wertvoll, um das zu vergambeln, sage ich mal so. Ne? Wir zahlen aus. Sell for money. E-Mail-Adresse ist korrekt. Let's fucking go. Und wir haben ausgecashed. Wenn ihr selbst Geld einzahlen wollt, geht ihr hier auf Add Funds und dann habt ihr hier die ganzen verschiedenen Möglichkeiten. Und wenn ihr auch kein Geld einzahlen wollt, ist egal, ihr geht trotzdem auf die Seite und nutzt diese beiden Codes. Ich will wissen, ob ihr hier auch mal so einen Covered-Skin rausgibt. Wieder einer. Ich ärgere mich immer noch über denjenigen, der mir geschrieben hat, yo, ich habe einen Covered-Skin gekriegt, warum habe ich nie das Glück? Ich kriege hier immer Äpfel oder Killflow oder Payday. Ab und zu mal Restricted oder Milspec. Ich hatte noch nie Classified oder Covered. Any Covered könnte ja auch eine Dragonlore sein, theoretisch, ne? Aber damit war es das dann wieder mit diesem Video. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und damit bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Haut da rein und ciao, ciao.